Igasauger auf dem Level. Und solange und so, sobald ich dann mal Lust habe, dann nehme ich euch, dann nehme ich die halt mal offscreen aus dem Kryptobus und trainiere die dann, dann seht ihr das ja. Aber solange ich noch keine Lust habe groß und wir noch keine Nöte haben, bleiben wir mal den beiden. Weil momentan ist es noch ziemlich gut so. Jo. Und wir haben jetzt wieder ordentlich was, zum Beispiel Funpi und Knackleon, die wir jetzt auch als Zuchtmaterial benutzen können. So, jetzt müssen wir nur noch Dingensen. Jetzt müssen wir noch einmal zurück zum Labor, Samurzel, ach, Knilz nochmal erlösen. Warte mal, Knilz ist ja blödsinnig, weil wir entweder müssen wir das ja entscheiden zwischen Knilz und Samurzel. Weil beide wären ja dann in irgendeiner Weise eine Pflanze, auch wenn die eine Kampfpflanze und die andere ohne die Pflanze wäre. Am Ende. Puh. Ich glaube, dann lassen wir Knilz doch Knilz sein und nehmen dann Samurzel, weil ein Kampf-Pokémon können wir noch andersweitig beschäftigen. Also ein anderes Kampf-Pokémon benutzen, falls wir überhaupt noch ein Kampf-Pokémon rein müssen. Denn theoretisch kann man von den Typkombinationen der Inu maximal 12 verschiedene Typen von 18, also von Typ 10 jetzt noch mit reintun. Und einen können wir eh nicht benutzen wegen Flug. Ach, wegen normal. Da gibt's ja kein Zweityp. Das ist wirklich ratzfatz, habe ich ja gesagt. Trugschlag. Oh, ein Trugschlag! Verarsch mich nicht. Gut, Samurzel weg. Wir müssen Knilz mit dazu nehmen. Denn ein Trugschlag ist super. Wisst ihr, was Trugschlag kann? Trugschlag ist eine Attacke, die ein Pokémon angreift und das gegnerische Pokémon behält immer ein KP. So können wir die ganzen gegnerischen Pokémon, die jetzt nicht gerade eine Rückstoß-Krypto-Attacke haben, super leicht auf ein KP bringen und dann fangen, weil das geht dann richtig schnell. Ja, haben wir unser nächstes. Wundert mich. Kann Knilz-Trugschlag überhaupt lernen außerhalb von Pokémon XD? Viele Pokémon und Krypto-Pokémon haben ja Attacken, die sie im ganz normalen Spielverlauf gar nicht lernen können. Erlernen können. Bericht? Es war weibliches Knilz. Ein Angriff, der den Gegner zumindest ein KP lässt. Und alle lernen Heilung. Ich glaube auch nicht, dass alle im normalen Spiel Heilung lernen. Stachelspore. Warte mal, Spornwirt? Fähigkeit. Hat sogar Spornwirt! Alter, das sind unser Fänger-Pokémon, ganz klar. So, wollen wir mal gucken, ob wir das eine neue Wechselwirkung kriegen. Was brauchen wir denn? Was hat denn Schwäche Gift? Pflanzen. Ja, ein Pflanzen-Pokémon. Klar. Wir können jetzt theoretisch Samurzel nehmen, in den Kryptorbis packen und das ist Ding perfekt. Ja. Das bringt nichts großartig. Hat keine großartige Wechselwirkung. Aber Boden-Pokémon haben eine gute Wechselwirkung. Zumindest bei Stahlgestein. Eine sehr gute eigentlich. Haben wir jetzt noch ein. Undicht bringt er jetzt ja gar nichts, aber es ist natürlich ein Boost. Warte mal, wir haben noch ein Boden-Pokémon. Und so viele Boden-Pokémon. Und noch ein Käfer-Flug-Pokémon. Flug können wir hier reinpacken, dann hat das zumindest wieder. Ah, ne, andersrum. Hat das schon mal eine gute Wechselwirkung? Gestein auf Flug. Und. Wenn wir jetzt ein Pflanzen-Pokémon dazu packen, dann ist das auch perfekt. Dann, naja, ich werde Knilz jetzt eh noch nicht trainieren. Dann mit zwei perfekte Boxen. Ist ja super. Warte mal, da müssen wir noch mal eben schnell was ändern. Wieso gehe ich eigentlich an den PC? Bin ich irgendwie blöd? An den PC im Kryptorbis, neben dem Kryptorbis. So, Tausch.
dem. Ach so, oh, schade. Scheiße. Jetzt haben wir da so eine olle 2 rumliegen. Ah, Mist. Bearbeiten. Packen wir in die Crew da rein. Brächte jetzt nicht großartig was, also was das Fluidum angeht. Klamauk ist ja jetzt ratzifatzweg. Gift-Pokémon. Wir haben ja einen Lanzen hier drin, ja. Dann hauen wir jetzt Stuckpuck. Tausch. Schluckpuck müsste ja... Warum ist das Fluidum nicht voll? Muss das vierfach effektiv sein, dass das voll ist? Also... Ja, muss ja. Das nächste ist dann, wenn... Also, der nächste bessere Fluidum-Button ist, wenn... Wenn beide Typen auf den gegnerischen Typ sehr effektiv... Also, wenn... Das geht ja... Maximal können wir das jetzt bei einem Eintyper gar so, nur so haben. Aber wenn Schluckpuck noch... Also, wenn wir jetzt ein Pokémon haben, das zwei verschiedene Typen hat... Und es auf einen Pokémon setzen, das ebenfalls zwei Typen hat. Und beide Typen vom Krypto-Pokémon sehr effektiv auf beide Typen von dem also von dem fließenden Pokémon ist. Dann wäre das Fluidum voll. Und dann würde es am schnellsten gehen. Aber so geht es eigentlich am drittschnellsten. Wobei, eigentlich rede ich hier Mist. Weil... Hier ist genau das der Fall. Und da fließt das Fluidum genauso, obwohl es immer noch das gleiche ist. Hm. Naja. Ach, jetzt ist die 2 aber leer, das ist schade. Na gut, das ist Deko, das mache ich dann im Offscreen. So. Jetzt haben wir einen ziemlich effektiven Krypto-Orbis schon nach ziemlich kurzer Zeit. Weil wir schon zweimal perfekte Dingens haben. Gott, das wird so viel Lauferei zwischendrin. Aber ich glaube, ich werde das dann so handeln, dass ich oft mal ein bisschen rumlaufe und dann einfach alles, was im Krypto-Orbis rumliegt, einmal auf den Krypto-Balken machen lasse und dann einfach am Anfang einer nächsten Folge, einer neuen Aufnahme dann eine große Erlösungsstoß mache. Das heißt, irgendwann in ein paar Folgen werdet ihr dann am Anfang eine große Erlösungssession sehen. Jetzt machen wir nicht die ONBS fertig. Scheißen jetzt auch auf irgendwelche wilden Poké. Eigentlich will ich die nicht auch drauf scheißen, weil die Pokésnacks teuer sind. Naja, mal gucken. Und es können immer seltene Pokémon sein, die dann weg sind. Und ich will unbedingt ein bestimmtes haben. Ach ja, hier war es ja. Hier waren wir schon. Da unten war das Item und da haben wir dann Dingens. Die Nachricht bekommen, genau. Okay, wie sieht's hier im Studio aus? Ja, hier steht auch einer. Scandy, meine Zauberschnitte. Dein hübsches Gesicht sehe ich immer gerne im Fernsehen. Aber soll ich dir was sagen? In Natur bist du noch viel hübscher als im Fernsehen. Was ist mit dir los? Achso, er wollte noch ein Autogramm haben. Und ich will jetzt auch ein Autogramm haben, aber in Form eines Pokémons von dir, in Kryptoform. Heide auf der Schambihorn. Ein kleiner Fakt, der eigentlich ziemlich offensichtlich ist, aber den sehr, sehr viele Leute schon kennen. Rihorn, beziehungsweise, nee, nicht Rihorn, sondern die Weiterentwicklung Rihornior. Ach, die Zwischenentwicklung von den beiden. Rizeros, so, war das allererste entwickelte Pokémon. Mist. Doppelzu. Bedeutet... Das allererste Pokémon, was ich... Die Pokémon Company, also das Team aus den Pokémon-Machern,
ausgedacht hat, war Rizoros. Das offizielle Erste. Also, beziehungsweise das. Nee, das offizielle Erste ist ja dieser Samen, das inoffizielle Erste. Das wahre Erste, so. Das letzte war Satzenia. Und zwischendurch haben die auch schon Yoto-Pokémon gemacht. Die haben wir noch nicht rausgekommen. Sprich, so ganz viele Starter und also die Starter und Togepi und so hatten die schon gezeichnet, bevor die das überhaupt in die ersten Spiele reingebracht haben. Das wussten glaube ich aber schon viele Pokémon-Fans. Ein Smogon. Oh nein. Wie gut, dass es in der sechsten Generation nicht mehr geht. Ach, verdammt. Das ist ja ein Smogon. Da wird die Rückkehr nicht reichen. Hm. Man kann es mal sehen. Bei normalen Pokémon, die nicht so eine hohe Verteidigung haben wie Smogon, ist das ansehnlichen Schaden, den die Ursa da raushaut. Damit wäre unser Blitzer jetzt schon auf Level 28. Das heißt, ich kann mich langsam mal der neuen Attacke bemächtigen. Bei der braucht man ja ein Standardlevel von 30, damit man da zumindest ordentlich durchkommt durch den Duellberg. Ich glaube, das nehme ich dann auch auf, aber dann nur als kleines Zeitraffer-Video. Brauche ich dann vor die nächste Folge, also für irgendeine Folge, vor der ich das mache, weil es ist schon ein interessanter Weg, die ganzen Kämpfe. Danke für deine Hilfe. Ja, kriegen wir jetzt noch was von dir? Ach so, ne, wir kriegen die nächste Story für uns. Ich habe die Unholde mit bissiger Redekunst in die Flucht geschlagen. Was denken sie sich bloß, wehrlos Frauen wie mich zu bedrohen? Ich glaube, das war ironisch gemeint. Schon warme Cola. Bah. Ach, oh Süßer, ich habe schon auf dich gewartet. Monja. Bebrak und Papinella. Keins von Bebrak haben wir schon. Papinella wird, denke ich, ein Krypto sein. Schade. Ach ja. Wusstet ihr, dass es ein Pokédex-Eintrag von Papinella gibt, der ziemlich grausam ist? Wie heißt der noch? Es fängt seine Beute. Also, so in etwa. Es fängt seine Beute und lutscht es dann mit seinem Rüssel vollkommen aus. Grausam, oder? Das muss ich jetzt so vorstellen, dass der Rüssel dann... Papinella ist ja nicht gerade klein. Dass Papinella sich dann in irgendeinen Pokémon heftet, dann nehmen wir jetzt mal die Ursa, den Rüssel dann durch den Kopf bohrt. Und dann langsam das Gehirn und alles andere aussaugt, bis da nur noch eine karge Hülle darum liegt. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie Sam. Udox. Naja, wenn Papinella schon kommt. Naja, klar. Das war verständlich. So, was haben wir noch? Ein Vulpix. Das könnte sogar Krypto sein, weil es nicht gerade in die Dinges passt. Und? Ja! Perfekt! Je höher wir kommen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Rüpel Krypto-Pokémon hat. Das ist ja super. Level 18. Das ist ein Feuer-Pokémon. Ich habe hier meine schlaue Liste. Ist... ja. Metallattacken, also Stahlattacken, sie sind nicht sehr effektiv auf Feuer-Pokémon. Hätte man sich auch denken können eigentlich.
Stahl ist auf... Nee. Ich dachte, der Stahl ist auf alle Elementarattacken nicht sehr effektiv, aber Pflanze ist neutral. Hm. Damit hat es fast den Drachen voraus. Nee, Quatsch, andersrum. Die Elementarattacken sind auf den Drachen nicht sehr effektiv, aber bei den Stahlattacken sind sie gegen die... Bah, Mann! Ah, ich hoffe, ihr habt's verstanden. Also, alle Elementarattacken außer Pflanze, also Wasser, Feuer und Elektro, sind nicht sehr effektiv auf... nein, andersrum. Stahlattacken sind außer auf Pflanze nicht sehr effektiv gegen die Elementarattacken.